So, mit Leer der Mordor Schatten geht natürlich fleißig weiter und wir werden hier gleich mal die Bereinigung der Himmel machen, denn die ist gleich in der Nähe und des Dolches Archan wollen wir da die Legende ein bisschen weiter formen. Und ich denke, bei 165 Fuß kann man das mal mitnehmen. So, Auftrag starten. Seine Gegner verdunkelten den Himmel mit ihren Bolzen. Geschwind eliminierte ihre Schützen, um den Weg für seine Armee zu bereiten. Okay, der Dolch. Eliminiere die Schützen durch Schleichtötung, ohne den Alarm auszulösen. Okay, sneaky. Gehört, wenn du den grauen Schleim aus den Sklavenköpfen isst, stellt dich das für den nächsten Kampf. Die anderen sagen... So. So, Vorsprungtötung wissen wir ja. So, einmal hier rüber, mein lieber Talion. Die aus Durtag sollten diesen Marven in Nurn einmal zeigen, wie man eine Schmiede betreibt. Zack. Nurn ist nach nur einem Tag auseinandergefallen. So, ich gehe mal weiter nach oben. So, da haben wir irgendwas wie Bienen oder so. Ich rieche Fleisch. Sklavenfleisch. Wird auch Zeit. Hab mich die ganze Woche nur von Karagor-Fraß ernährt. Zack. So, wo sind die weiteren Schützen? Alle da hinten, wie es aussieht. Dann wollen wir doch mal sehen, wie wir da am besten rüberkommen. Da hinten haben wir so eine Leine. Ich würde vorschlagen, dass wir den Weg hier rüber nehmen. Hallo, kommen wir hier nicht hoch? Wir werden hier aber hochkommen. So. Na gut, dann werden wir es mal hier über den langen Weg machen. Ich nehme ja mal an, dass die anderen Schützen hier noch sein werden. Ja, sind sie. Na los, immer höher und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Da war nämlich schon eine. So. Zack. Ich muss an die Vorsprungtötung denken, aber das kriegt man irgendwie so schwer hin. Ich wollte den jetzt eigentlich hinlocken. Aber das hat nicht ganz so gut geklappt. Sklavenmeister ist durchgedreht, weil ich dem Karagor einen Sklaven gegeben habe. Wir brauchen eine Menge mehr Rohstoff, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Es würde uns leichter fallen, wenn die Sklaven nicht so faul wären. Würden wir Uruk statt Bleich heute einsetzen, bräuchten wir nur halb so viele Arbeiter. So. Talion, was machst du hier gerade? Nicht das, was richtig ist, glaube ich zumindest. Halte mich für verrückt, aber ich habe schon wieder diese seltsamen Geräusche gehört. So. Hat sich schon in die Hosen. Ich mag das auch nicht. Was glaubst du, was es ist? Keine Ahnung. Es ist, wir töten es, wenn wir es sehen. Ja. Dieses blöde Gelaber von den Urukai, wirklich. Das kann man doch bald auch nicht mehr hören, oder? So, wir nehmen die Schützen jetzt einfach mal so ein bisschen schneller hoch. Zack, sauber. So, 9 von 10. Da hinten ist der letzte. Okay, der ist auch gerade zu uns gedreht, leider. Ja, das mit der Vorsprungtötung, die standen ja nie an den Vorsprüngen, also. So, und der letzte nochmal schön von oben. Nice, Auftrag abgeschlossen, 400 XP. Legende des Schattens, Errungenschaft, 150 Mirian. Sehr gut. Und ich würde sagen, Gollum hatten wir ja zuletzt gerade, die eine Wahrheit, aber
Wir gehen mal zu diesem Schmiedeturm und machen dann den Hauptauftrag ganz oben. Waffenverbesserung, das kennen wir ja schon. Deswegen machen wir diese Herausforderungen immer so gerne. Reicht das für dich auch irgendwie nach Blut? Nö. Was bildest du dir nur ein? Ich rieche auch. Riecht nach Karagor-Blut. So, die wollen hier ihre ganzen Karagors natürlich abschlachten. So, und jetzt wollen wir mal wieder ein bisschen Meter gewinnen. Diese Festung der Waldläufer ist das hier, die an die Uruks gegangen ist. Die Hügelgräber von Udun. So. Hey, Bleichhaut! Ich beobachte dich! Versuch gar nicht erst Dummheiten anzustellen! Wir werden erstmal den Schmiedeturm freischalten und hast du das gehört? Knapp den Sklaven! Dann uns dem Rest zu winden. Du machst dir in Mordor einen Namen. Das bedeutet mehr Ruhm für mich, wenn ich deinen verfluchten Kopf abreiße. Okay. Das klingt gut, Kollege. So, der hat auf jeden Fall schon ganz gut was aufs Fressbrett bekommen, der gute Tarz. Hast Schmerzen. Tja, was soll man da machen? Schmerzen muss ich ihm nun leider mal zufügen. Ja, hast Schmerzen? Was ist das denn für eine Aussage? Ja, was soll ich da machen? Aua. Ja, ist klar. Jetzt verpiss dich, Mann. So, einmal den schmiedeeisernen Turm bitte hoch. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. So. Dann holen wir uns den Typen später. Einmal erneuern bitte. Gut, Schnellreise freigeschaltet. Ja, ja, bla bla bla. Ich lebe in diesen Steinen fort. Neue Aufträge verfügbar, aber wir wollen hier die Ausgestoßenen machen. Das ist zumindest der Plan. So. 200 Fuß, das ist ganz da hinten drin. So, hier können wir uns einmal erneuern. Drücke A nach einem Sprung, um einen Geschwindigkeitsschub zu erhalten. Das ist ja die neue Fähigkeit. Hier kannst du nicht hochklettern, oder was? Muss ja wohl, Kollege. So, ganz am Ende der Karte. Was haben wir denn hier Schönes für eine Hauptmission? Das würde mich ja mal brennend interessieren. Die Ausgestoßenen. Hürgon hat einen Plan, wie er die Aufmerksamkeit des schwarzen Hauptmanns auf Udun lenken kann. Zur Ausführung des Plans benötigt er jedoch mehr Männer. Schleich dich in die Festung der Uruks und befreie die Ausgestoßenen. Ja, in die Festung schleichen, das ist immer was, was wir besonders gut können. Wollen wir mal sehen. Fühl dich wie zu Hause, Talion. Von dem hier haben wir wertvolle Informationen erhalten, bevor er seinen Kopf verlor. Diese Trottel wissen nichts. Wir verschwenden kostbare Zeit. Kostbare Zeit. Wir haben erfahren, wo sie unser Schießpulver aufbewahren. Wie soll mir Schießpulver von Nutzen sein? Das gehört alles zum Plan, mein Freund. Für mich zählt nur, wie wir zur Schwarzen Hand gelangen. Ist es dir so eilig mit der Schwarzen Hand? Ganz wie du willst. Ich bring dich zu ihm. Hürgon, ein alter Freund von Talion. Bisschen Glück haben die Uruks den Zweck des Schießpulvers noch nicht entdeckt. Wir müssen meine Männer befreien, um das herauszufinden. Glaubst du, dass das Schießpulver die schwarze Hand hervorlocken kann? Ich hoffe es. Der Feind versammelt sich an den Uruk-Höhlen, wo meine Männer in Ketten liegen. Ich hoffe, auch Eren befindet sich dort. Ich kümmere mich um die Uruks. Vielleicht sollten wir uns einer List bedienen und die Schwäche dieser Bestien ausnutzen. Grog, hast du je von Hitlers gehört? Es ist ein Kraut und dient nur einem Zweck.
dem Vergiften von Orks. Folge mir. Das klingt gut, mein lieber Hörgon. Wollte gerade sagen, ein bisschen schneller darfst du dann auch laufen. Als ich das schwarze Tor verließ, wurde ich bald krank. Es war Erin, die mich gesund pflegte. Ist sie der Grund, dass du dem Stamm beigetreten bist? Gründe gab es viele, doch sie ist mir der teuerste. Es gibt so viele Lager, in die sie meine Frau verschleppt haben könnten. Glaubst du, dass sie ausgerechnet in diesem ist? Mein Herz sagt ja. Ich hoffe für dich, dass dem so ist, Hörgon. So, da lag noch eine Rune vom vergangenen Bosskampf. Die haben wir nochmal mitgehen lassen. So. Zeig mir her, was du hier so hast, Hörgon, mein Lieber. Würde mich doch brennend interessieren. Ich halte nach den Uruks Ausschau. Sieh dich vor, Waldläufer. Die dich für meine Opfer empfinde. So, sammle die Kräuter für das Gift. Wie kann sich ein bloßer Tag auf den Rücken eines Karagors schwingen? Hitlers, da haben wir es. Der blühende Strauch Hitlers ist in den südlichen Reichen Mittelerdes zu finden. Seine feierliche, beinahe betörende Erscheinung verschleiert sein tödliches Wesen. Die gesamte Pflanze ist bei Verschlucken oder falscher Handhabung giftig. Die Uruks nennen Hitlers Saurons Geschenk und halten sich davon fern. Meuchelmördern ganz Mörder pflücken mit speziellen Handschuhen die Hitlersbeeren, die getrocknet und gemahlen ein geruchloses und farbloses Gift ergeben. Getränk eines Opfers entfaltet ist dieselbe tödliche Wirkung wie Nachtschatten oder Tollkirsche. Geil. Genau das, was wir brauchen. So, wo war das dritte? Ich brauche etwas, das ich jagen kann. Das dritte war da hinten. All dieses Geklirre von der Schmiede bedeutet hoffentlich das, was ich mir denke. Neue Waffen, die es in der Schlacht einzuweihen gilt. Oh ja! Zack. So, das letzte hätte ich eigentlich auch noch mal gerne mitgenommen. Boah, warum kann ich das nämlich einfach mal reinrammen da? So, Hörgon. Ich dachte, du kümmerst dich um die Urukai. Lass Hörgon in Ruhe, Kollege. So macht man das, Hörgon. Einmal exekutieren. Hörgon, verpiss dich mal. Den hast du natürlich gekillt, ne? Ist klar. So, aufsammeln. Pfeilhagel. Und da haben wir das letzte Kraut. Nice. So, Hörgon, weiter geht's. Es gibt noch mehr Pflanzen dort drüben. Folge mir. Die Patrouille hat Fußspuren hinter den Büschen gefunden, aber dieser miese Kleine... Wo habt ihr dieses Schießpulver gefunden? Wir sind einen Tausch mit einem Zwerg eingegangen. Wir nahmen sein Pulver und ließen ihm unsere Fußspuren. Ein gutes Geschäft, wenn du mich fragst. Du beweist dich als ein starker Anführer. Für einen Deserteur. Das liegt daran, dass ich all die harte Arbeit Männern wie dir überlasse. So... Noch sehe ich kein Kraut. Hast du das gehört? Klang so, als würde jemand herumschleichen. Nein, das kann nicht sein. Da draußen ist nichts. Absolut gar nichts. So, Uruk, die mal wieder im Clinch liegen. Da haben wir aber noch ein Kraut, das nehmen wir mal mit. Meine Hände schwitzen schon. Warum kommt er nicht einfach raus? Also daran. Blauer Dunst, wuchert in ganz Mittelerde. Medizinischer Nutzen ist beachtlich, aber ist eigentlich ein Unkraut. Interessant. So, wir folgen mal weiter. Die schwarze Straße. Es heißt, man hört nichts, bis einem eine Klinge die Kehle aufschlitzt. Hört also gut. In Mordor sind selbst die schönsten Blumen tödlich. So ist es. Es gibt hier weit schlimmere Dinge als Blumen. Zum Beispiel. So. Da drüben hat sich etwas bewegt. Leise. Oh, was machst du denn, Hörgon?
Mein Gott, muss man dir alles beibringen, Junge? Gibt's doch nicht. So, da vorne ist ein Karagor. Ich weiß gar nicht, ob wir die auch exekutieren können. Auf jeden Fall tat das weh. So, zack. Die machen schon ordentliches Damage, die Karagors. So, wo ist die Pflanze jetzt? Da ist sie. Die wird aber unser Leben leider nicht auffüllen. Doch, tatsächlich, obwohl es Gift ist. Wenn ich so ein Wurm wie Redback wäre, würden sie mich im Normenmeer ertränken. Wenn du so ein Wurm wie Redback wärst, würden sie ihre Zeit nicht mit dir verschwenden. Wo ist das zweite Kraut? Da sehe ich nur so einen Kollegen. Wir brauchen eine richtige Schlacht, um der Welt zu zeigen, dass wir es ernst meinen. So, ach, da hinten ist das. Ich habe mich gerade schon gewundert. Ja, okay. Zack. So, Hörgon, weiter geht's. War's das? Oder brauchen wir noch mehr Gift? Sag an, Kollege. Ich glaube, wir nähern uns jetzt auch der Festung. Ich hielt es nicht für möglich, dass Sauron je zurückkehren würde. Dunkelheit fällt über Mordor. Bald wird es unmöglich sein, ihr nicht anheimzufallen. Gwynuail ist bekannt als Dämmerwinde, zarten weißen Blüten, im Mittelalter sehr verbreitet ist, aber nie höher wächst, als ein Zwerg groß ist. Wo man Efeu... Erkältung und Befreiung der Atemwege. Verbände. Notdürftige Binden für Wunden. Aha. Kräuterkunde mit Juni. Als wir merkten, dass wir die Orks nicht bekämpfen konnten, begannen wir uns als Sklaven zu verkleiden. Wir schlichen uns in Lager, um die anderen zu befreien. Eine kühne Strategie. Keinesfalls. Oftmals endeten wir bloß selbst als Sklaven. Zumindest waren wir schon entsprechend gekleidet. Okay. Als die Ausgestoßenen mich einst retteten, sagten sie mir, du führtest die Jagd um meinen Kopf an. Ich habe mich freiwillig gemeldet. Wenn du gefangen genommen worden wärst, hätten unsere Waldläufer dich getötet. Dieses Schicksal wollte ich dir ersparen. Wartest du ab? Hörgon war wohl mal ein Abtrünniger. Wie es aussieht, ein Deserteur. So, wir nähern uns auch der Festung. Interessant. Hier oben. Wir haben nun bald genug Gift für unsere Zwecke. Ich bin bereits auf dessen Wirkung gespannt. Gut. Ich ebenso. Hätte man auch ein bisschen kürzer machen können, das Gift sammeln, für meine Begriffe, aber gut. Sieht so aus, eigentlich sieht es hier so aus, als würden hier gleich wieder... Nein, lass dich fallen, Talion. Als würden hier gleich Uruk... Nein, was sag ich? Uruk? Ghule kommen, so sieht es für mich hier zumindest aus. So. Da hinten ist das dritte. So. Run, run, run. Zack. Sauber. So, auf zu den Urukühlen, mein Freund. Reichen. Jetzt musst du es ihnen nur noch in den Grog mischen. Werden die Orks das Gift nicht riechen? Nein. Aber wenn sie dich sehen, werden sie sicher nicht davon trinken. Gut, den haben wir schon aktiviert. Sehr gut. Die Uruk sind am vorderen Tor stationiert. Halte dich zum Wohle meiner Männer in den Schatten verborgen. Ich hole meine Männer und warte. Sobald das Lager sicher ist, werden wir das Schießpulver an uns nehmen. Gut. Dann wollen wir doch mal sehen. Da hinten sind die Urukühlen. Denk daran, Talion. Lass dich nicht erwischen. Die Uruks haben Sklaven schon für weitaus weniger getötet. Okay. Fähigkeit freischalten, Grog vergichten. Düchte RB, um Gift in die Grogfässer zu mischen. Wenn alle übernehmen, misstrauischen und fangen an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Jeden, der seinen Zorn zu spüren bekommt. Zack. So. Ist nur die Frage, wo wir hier Rock haben. Vergifte Grogfässer, ohne gesehen zu werden.
Okay, die haben wir ja anscheinend überall. Norsko sagt, es stünde frisches Fleisch für uns bereit. Das haben die anderen bereits alle ihre gierigen Mäuler gestopft. Ich wusste es. Sollen wir denn mit leerem Magen kämpfen können? Lass deinen Zorn lieber am Koch haben. Der hätte das Essen besser rationieren sollen. So. Ich gebe hier mein Bestes. Da vorne haben wir schon mal einen Grogfass am Start. So. Zack. Ja, kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Ja, Grog ist übel. So. Auch hier nochmal eine Prise rein. So, da sauft jetzt einer vom Grog. Das könnte witzig werden. Oh, jetzt wollen sie sich gleich gegenseitig umlegen. Da werden wir uns natürlich schön raushalten. So. Liefer mir einen würdigen Kampf. Dieser Gestank. Unvorstellbar, wie sie das nur trinken können. Naja, Grog ist Grog, ne? So. Es sollen ja noch ein paar Schleichtötungen ausführen. Würdest du das vielleicht jetzt mal machen, Talion? So. Ich will gerade mal gucken, wo wir hier noch so ein paar Urukai haben. So, jetzt legen sie sich auf jeden Fall alle schon mal gegenseitig um. Was? Fehlgeschlagen oder was? Na gut, dann werden wir das in der nächsten Folge nochmal machen. Ärgerlich, aber das kriegen wir hin. Wobei, ehrlich gesagt, wir machen das jetzt nochmal. Wir halt ein bisschen längere Folge. Ich möchte das jetzt eigentlich ganz gerne schaffen. Das wäre ja gelacht, wenn wir das hier nicht hinbekommen. So, da oben ist ein Schütze. Ich auch nicht. Da werden zu viele Sklaven durchgeschleust. Ja, kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. Ja, komm, Talion, bla bla bla. Genug, um sie ausführlich zu foltern. So. Da war doch ein Geräusch. Trink! Ich hoffe für hier ganz wohl, dass seine Frau mitten all dieses Elends ist. So. Habe ich da gerade etwas gehört? Okay, wir bekommen ein wenig Gesellschaft, wie es aussieht. Du wurdest entdeckt, ey. Meine Fresse. Wir waren eben schon so gut. Und so viele Typen sind ja jetzt auch nicht hier in diesem Lager. So. Dann versuchen wir es mal hier von der Seite aus. Ja, kein Wunder, dass dieses Zeug so gut brennt. So. Einmal ganz nach oben. So. Zack. Einmal umgelegt den Kollegen. So, 2 von 5. Na los. Dieser Gestank. Unvorstellbar,
wie sie das nur trinken können. Okay, wir sind dabei, entdeckt zu werden. Wow, 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 wow. Schleicht da jemand umher? Ein Mörder ist unterwegs. So. Wir nehmen die jetzt ganz konsequent auseinander. So. Eins brauchen wir noch. Wie viele Ghule haben wir gestern getötet? Ich glaube, es waren 6. Das sollte ja habe ich mir wohl nur eingebildet. Dabei habe ich doch so eine scharfe Klinge. So, können wir den hier nicht plätten? Scheiße, komm, runter. Wow, das war verdammt knapp. Ich wollte den nur noch mitnehmen. So. Jetzt gilt es nur noch zu warten. So, bis sie sich auseinandernehmen. Nice. Komm mit mir. Komm mit mir. Krass. Oh, meine Liebste. Ich dachte, ich würde dich nie wiedersehen. Ich wusste, dass du lebst. Ich wusste es. Tja, und Talions Frau. Doch wir finden unseren Frieden. Gibt es ja nun nicht mehr. Ein hartes Schicksal für unseren Waldläufer. Naja, diesen Auftrag haben wir auf jeden Fall abgeschlossen. Die Ausgestoßenen mit dem zusätzlichen Ziel nach 2 Versuchen. So, Erin sang oft für die Gefangenen und sorgte für ihr Wohl. Erins Vater war ein kalter und harter Schultheiß, der einer rücksichtslosen Gerechtigkeit folgte. Ihre Güte schlichtete viele verbitterte Auseinandersetzungen. Sie bewahrte den Frieden ebenso wie ihr Vater, wenn nicht gar besser. Ihr zarter Gesang zog die Aufmerksamkeit des Waldläufers Hürgong auf sich und die beiden verliebten sich ineinander. Ausgestoßen und Waldläufer misstrauten einander normalerweise und töteten einander gar manchmal. Erin heiratete den Waldläufer und konnte mit ihrem liebenswürdigen Wesen die Verachtung überkommen, die sie nun von ihrem Volk erfuhr. Aber als Erin von den Uruks entführt wurde, war Hürgon am Boden zerstört. Erin war selbst in Gefangenschaft, davon überzeugt, dass ihr geliebter Gemahl sie retten würde, was wir für ihn getan haben. So. Fähigkeit freischalten. Was nehmen wir mit? Wir nehmen Kampfaufzehrung. Schleichaufzehrung. Tja. Ich weiß echt nicht, was man mitnehmen könnte. Schulterstoß. Hier, letzte Chance, Todesstoß. Das würde ich doch mal sagen. Kann man ganz gut mitnehmen. Attribute. Fokuswert. Schwertrunenplatz. Ja, Schwertrunenplatz. Auf jeden Fall nochmal. So. Gut. Und dann, nach dieser etwas längeren Folge, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr seid dann wieder am Start. In diesem Sinne, bis dann.